Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier in Danger Run von Paper Mario. Alle Informationen zum Danger Run findet ihr in der Videobeschreibung für die, die hier neu sind zum Danger Run. So. Na gut, dann gehen wir jetzt hier mal fix das Sternjuwel ab. Ach, das erste Juwel. Gut, dann geht's als nächstes in den Wald. Oh Gott, ich bin da mal gespannt, wie das ablaufen wird. Mit Logak, das hat ja alles noch gut funktioniert. Aber jetzt wird er mit 5 KP durchschreiten. Eieieiei. Oh Gott, da fällt mir gerade das Hexentrio ein. Wenn ich da jetzt drauf zusteuere. Oh je. Das will mir gerade gar nicht gefallen, dass mir das wieder einfällt. Weil es sind 3 Gegner, die separat guten Schaden machen können. Das heißt, ich muss einen Hartpanzer spielen, Mario in dem ersten Zug in der Verteidigung halten. Und wir haben schon Gegner verpasst, die nicht mehr kommen. Hast du den Blooper nicht gescannt oder wie? So. Na komm. Oh ja, nimm also mal mit. Huh? Mit dir werde ich auch bald abrechnen. Aber erst dann. Na Luigi. Warte mal, ich kann doch meinen Partner aufstufen, wa? Das kann ich doch hier machen. Dann würde ich nämlich gerne Kupio aufstufen. Haben wir genug? Tatsache, wir haben genug. Dann stufe ich Kupio auf. Normalerweise bin ich derjenige, der immer Gambrino aufgestuft hat. Aber für mich ist jetzt Kupio hier für den Run wesentlich wichtiger. Wenn ich das heil überstehen möchte. Das Kupio wesentlich wichtiger. Oder hat er jetzt nicht den Move gelernt, den ich mit... Warte mal. Ich muss mir mal merken, wo das Team ist. Links? Ja, links ist Team. Genau. Panzerschild. Das brauche ich. Diesen Move brauche ich dringend. Dadurch, dass wir den jetzt haben, ist es sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir zu dem kleinen Bubu gehen. Dessen Familie, in Anführungszeichen. Ich speichere immer mal so unverschämt halber. Weil ich kann ja nie wissen, wann ich hier mal vor die Hunde gehe. Das könnte eigentlich jederzeit passieren. So. Zack. So. Ah, da ist ein Bubu. Hallo, kleiner Bubu. Naja, da gehen wir schon hin. Keine Sorge. Zack. No, ich werde dich fressen. Oh, da ist der Ausweicherorden. Fresst mich nicht. Wir werden dich fressen. Nein. Warum sollte ich den kleinen Bubu quälen? Wo ich immer noch ein bisschen mich am Überlegen bin, was ihr genau darstellen sollt. Für mich sehen das aus wie... So, ein bisschen so erinnern die mich an Schnecken. Klar, irgendwie sind die drollig. Aber vom Körper her sieht es so... Oder beziehungsweise von den Streifen erinnert mich das ein bisschen an eine Schnecke. Mit Beinchen halt, klar. Aber ich kann auch gerade das komplett falsche Bild im Kopf haben. So. Mach hier mal auf. Knacks. Und offen ist es. So. Der Ausweicherorden. Wenn ich die Defensivaktion gut könnte, wäre der wirklich was sehr, sehr Feines. Beziehungsweise, wenn man das Parieren perfekt kann, dann ist es allgemein alle ist das fein, weil dann kann man jeden Angriff abblocken.
Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht perfekt im Parieren. Und wenn ich es wäre, würde ich es nicht für den Danger Run benutzen, weil es echt... Ja, wenn man jetzt jeden Angriff blocken kann, ist es auch keine Kunst, mit 5 KP durchs Spiel zu gehen. Also jeden Angriff parieren kann. Ist echt keine Kunst, da durchs Spiel zu gehen. Würde ich einfach mal sagen. So, der Wunderwald, genau. Ich habe Düsterwald. Wahrscheinlich habe ich das Düsterdorf damit kombiniert. So. An sich eine sehr schöne Gegend, auch wenn es so schwarz-weiß gehalten ist. So. Ich speichere hier jetzt nochmal. So. Sind das bei Minute 5? Gut, da habe ich ja noch genug Zeit, ja, Fortschritt zu erzielen. Na, ihr drei Hexen. So. Na komm. Ich brauche euer Gespräch nicht zu belauschen. Ja, ja. Hm? Hör auf, Barbara anzufauchen. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, Barbara wird uns in diesem Run nicht sehr viel, sehr von Nutzen sein. Warte mal, war hier nicht irgendwo Sternsplitter? Oh Gott. Habe ich ihn angesprungen oder habe ich gerade... Ich habe ihn angesprungen. Nein, doch nicht, der Kupio. Okay, der eine hat einen Schrumpfer. Das will mir... Das ist auch nicht sehr schön. Egal, der Powerpanzer muss es tun. Hoppa. Okay, Powerhauer müssen wir einsetzen. Mit unserem normalen Hammer kommen wir nicht durch. Nämlich 2 Verteidigung. Und nur 2 HP. So. Ich hab definitiv zu viel Verteidigung. Ich muss gucken, dass... Oh, was haben wir denn da? Oh, Honigsirup. Sehr schön. Nein, 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 nein. Lasst mich in Frieden. Dein kleines Hütchen. Der Baum, der Bubus. Da sieht er so richtig groß aus, der Bubu. Der ist ja, wenn wir uns das mal angucken, der müsste uns eigentlich bis unter die unseren Schnurrbart gehen. So groß ist der dadurch. Ich sehe den Orden. Der Orden da hinten ist ein Blütenplus. Ich glaube, den hole ich mir einfach, weil ich den Ehrgeiz doch habe, die Sachen, die ich sehe, doch mal kurz einzusammeln. So. No. Ist zu, wa? Müssen wir uns, glaube ich, irgendwen holen, der uns ja den Geheimgang öffnet, wa? Kleiner Racker. Bin schneller als du oben. Oder auch nicht. Hab dich überholt. Haha. No. Wird, glaube ich, nix, ja? Wir müssen uns Verstärkung holen. So, auf geht's. So, da müssen wir jetzt erstmal als nächstes hin. Uns den zukünftigen Partner abholen. Ich weiß nicht, die Dame habe ich nie wirklich benutzt. Für Kämpfe. Auch wenn sie eigentlich eine relativ nützliche Fähigkeit hat. Da sie ja Gegner in Anführungszeichen wegpusten kann. Und damit halt in Anführungszeichen One-Hits landen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht unbedingt hoch, dass das klappt. Vor allem, wenn man alle ausschalten möchte. So, wir müssen genau in die Richtung. Werden wir auch.
Oh, ich freue mich schon, wenn ich gleich den Erdbebenhammer krieg. Dann können wir uns zumindest noch mehr rundum Schaden hier verursachen. Warum bin ich eigentlich so blöd? Nein. Gott. Ich glaube, das hier ist die beste Taktik, die wir haben können. Komm schon, Turbofinger, lass mich nicht hängen. Yeah. Und tschüss. Wow, der dasht mir komplett an mir vorbei. Wartet mal. Irgendwo war hier ein versteckter Block. Ha. Ich sag ja, wenn ich den Ehrgeiz habe, tue ich zumindest das, was mir einfällt, auch holen. Zumindest was auf dem Weg liegt. So halb auf dem Weg. Geh da rein! Ich will jetzt nicht in irgendeinen unnötigen Kampf verwickelt werden. So, Kupio, tu mir den Gefallen. Ich sagte, Kupio, tu mir den Gefallen. Danke. Obwohl, ich glaube, ich habe in der ersten Folge sogar gesagt, dass ich die Items, die mich überhaupt nicht interessieren, auch auslassen werde. Ja klar, wenn ich da sehe, dass da so ein irgendeine Soda auf der Seite liegt, würde ich die nicht unbedingt direkt immer einsammeln. So, der Power Dauts und der Multisprung. Der Power Dauts mache ich mir dann an, wenn ich wieder bei einem Endboss bin. Kampfesrausch. Ja, Gefahrenbereich. Das heißt, mein Partner müsste ein KP haben. Da ich ja eh nichts zu verlieren habe, kann ich den ja auch einfach so ausrüsten. Ja, wo haust du eigentlich dran? Ja, ist ein Sternsplitter. Den hole ich mir auf jeden Fall. Ja, die Heilung will ich nicht. Heilung wäre blöd jetzt. Hier hinten ist auch noch was. Ein Wollpilz. Nee. Nein, will ich nicht. Voltpilz, das kann ich, das bringt mir der, ja, der bringt mir, dass ich so einen Zapper-Effekt habe für den Kampf, aber es würde jetzt wirklich sich lohnen, wenn wir Gegner haben, die uns versuchen, Energie auszusaugen oder was zu stehlen. Anders bringt uns das überhaupt nichts. Keine Reaktion. So, gehen wir kurz nochmal speichern. Man weiß ja nie, wann wir mal gekillt werden. Unverhofft kommt oft. Hallo. Ja, die Dame wird ohne ihre Kette nicht rauskommen. Wir müssen uns einen Weg suchen, die Kette jetzt erstmal zu kriegen. Aber wir wissen ja, wo wir die kriegen. Und mir ist so ein bisschen Angst und Bange bei diesem Kampf. Weil das könnte echt problematisch werden. Ich hoffe einfach, ich krieg das irgendwie hin mit dem Schild. Also, dass ich da, genau. Entweder mit dem Panzerschild oder mit dem Hartpanzer mich dagegen rüsten kann. Aber ich glaube, der Hartpanzer, der Panzerschild, ich glaube, der Panzerschild ist da die bessere Variante. Ich muss halt gucken, dass ich dann erstmal einen rausnehme. Ich glaube aber, Barbara steht vorne. Und Barbara töte ich halt relativ ungern als erstes. Oder besiege. Ich töte sie ja nicht. Ich besiege sie ja nur. So. Nein. Oh, verdammt. Da ist die Wolke. Ja, komm. Okay, Powerblock lohnt sich hier überhaupt nicht. Ich könnte hier Feuerblume machen. Na komm, machen wir die Feuerblume. Ich weiß nicht, wie viel KP hatten wir. Reicht das, um euch zu töten? Wir besiegen. Ja, reicht sogar. Danke. Habe ich zwar jetzt meine letzte Feuerblume rausgehauen, aber was soll's. Ich habe 5 HP, das heißt, ich muss das meiden, aber die Blüte will ich auf jeden Fall. Oh, ich dachte, da kommt schon irgendein Gegner angesaust. Aber dabei war es nur mein Bubu. Oh Gott, ey. Danke für den Sternsplitter. Oh Gott, ey. Habe ich mich gerade erschreckt.
Meine Fresse, meine Fresse. Mach das nicht noch einmal, kleiner Bubu. Ja, den Hotelgutschein brauchen wir jetzt erstmal nicht. In der Stahlfall liegen. Ich sollte schon, glaube ich, erwähnen, welche Items ich da liegen lasse, oder? Nope, 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 nope. Kein Interesse. Das ist praktisch, wenn man nur leicht schräg läuft, erwischen die Pflanzen einen gar nicht. So. Jetzt kommt der Kampf, vor dem ich mich ein wenig gefürchtet habe, weil es sind drei einzelne Personen, die angreifen können. Das heißt also, die Rate, dass sie uns erwischen, ist wesentlich höher. Ladies. Schattenladies. Schattentrio. Ach komm, Barbara, lass dich nicht so hängen. Wir holen dich dann in unser Team und dann ist alles gut. Ich mag das nicht, wenn dieser so fertig gemacht wird. Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht, wenn in einem Team ein Teammitglied runtergemacht wird. Das ist nämlich dann nicht der Sinn und Zweck von einem Team. Aber weil sie halt Schwestern sind, halten sie halt familiär, technisch quasi zusammen. Gut, dann knallen wir denen mal die Kulisse um die Ohren. Na, das reicht nicht. So, Panzerschild. Jetzt darf ich das nicht für 7, das Schild. Wow, das war super. Okay, Schild hält. Na, es hält immer noch. Okay. Es hält. Das Einzige, was mir jetzt Sorgen macht, sind die Blütenpunkte. Deswegen werde ich hier einfach mal... Wir haben ja so einen Honig gefunden. Benutzen wir den mal. Der Panzerschild hält ja noch. Ich frage mich eigentlich, ob wir mit dem Panzerschild auch ausweichen. Powerpanzer. Feuer! Ich habe gerade die coole Aktion versaut. Der Panzer hält noch. Der Panzer hat gehalten. Na komm. Okay, Panzer hat alle Treffer abgefangen. Dann verwenden wir ein Erdbeben wieder. Na komm. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, weil ich zu früh... Shit, ich hab kein Panzerschild. Oh Gott. Ich habe nicht mitgezählt. Okay, der erste ist down. Okay. Das will mir überhaupt nicht gefallen. Maxi-Beben. Na komm, Maxi-Beben. Das halt nicht für 7. Obwohl, ich glaube, Barbara hat auch nicht mehr so viel KP. Ja, der mittlere müsste viel haben. Na komm. Wunderbar. Ich glaube, das war's für die. Ja, sollte eigentlich passen. Das war's für beide. Ihr gebt ganz schön viel Erfahrung. Okay, wenn ich überlege, wie viele Gegner ich auch auslasse hier. Wow. Aber wir sind gut durchgekommen. Ich hatte schon gedacht, das wird bremsliger. Obwohl schon relativ bremslich dann war, wenn dann alle angreifen können. Aber wir haben zum Glück ja Kupio schon aufgelevelt. Also schön mitgedacht, taktikmäßig. Problem ist halt jetzt, wir sollten das Kämpfen auf definitiv vermeiden. So leicht schräg laufen. Wieder schräg laufen. Sehr gut. Kämpfen auf jeden Fall vermeiden und gucken, dass ich jetzt irgendwie meine Blütenpunkte auffüllen kann. Ich überlege gerade, wo ich Schaden erleiden könnte. Dann dafür, dass ich mit ja... Obwohl, ich könnte ja auch mit dem Sternenfett, aber da ist halt die Gefahr, dass ich auch Mario mitteile, wieder gegeben. Gibt hier halt keine... Verdammt, ich bin fast zu tief. Wow.
Es gibt hier keine vernünftige Stelle, wo Mario Schaden erleiden könnte. Aber wiederum brauche ich Blütenpunkte. Ich könnte es eh nicht bezahlen. Also muss ich erstmal ohne durch. Shit, ich hätte ja einen Rohling einen Orden verkaufen können. Von denen, die ich definitiv nicht mehr brauche. Um ein bisschen mehr Geld zu erwirtschaften. So, ich glaube, ich hole noch den Partnerfix ab. Und dann haben wir den Soll für diesen Part auch erfüllt. So. Schlupp. Machen wir mal hier. So, oh yes. Bitteschön. Dankeschön. Sehr schön. Yeah. Oh, jetzt gibt's hier die erotische Lichtshow. Oh je. Yeah. Nichts gegen die Art von. Ich weiß nicht, mich gruselt's bei ihrem Anblick so ein wenig. Mario, ich kann nicht verstehen. Was mir gerade so auffällt, ist es sowieso Peach ihre Haare, die sie an der Seite hat, nur halt ein bisschen hochgestylt. Da kommt mir das nur so vor. Auch dieselben Ohrringe allgemein, nur in anderer Farbe und größer. Das war bestimmt wahr, Peach. Aber sie haben es dann doch geändert. Ich sehe jetzt erst eine Tatsache, die mir hier früher nie aufgefallen ist. Wartet mal. Seht ihr das auch? Mario pustet in sie rein. Ich hatte eigentlich immer gedacht, er hält sich da nur fest, aber ich sehe jetzt, dass er da reinpustet. Oder sieht es nur so aus? Das sieht so aus, als hätte er irgendwas Spitzes im Mund und pustet rein, wie so ein Dudelsack. What the fuck? Was mir so auffällt, wenn ich da mal genauer hingucke. Oh mein Gott. Na gut, ich würde sagen, das war's erstmal für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Paper Mario. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid im Danger Run. Bis dahin.